Herzlich willkommen zu unserer Serie zu Gast beim HDS. Wir haben jetzt hier mit uns Herrn Otto Mayknecht von den Freiheitlichen und wir werden ihm in 8 Minuten 5 Fragen stellen zu aktuellen Themen und Herausforderungen des HDS. Wir wollen auch gleich schon mit den Fragen loslegen und deshalb bitte Präsident Philipp Moser. Willkommen, Herr Mayknecht. Danke für die Einladung. Unser Land fußt auf Regionalität. Was soll alles unternommen werden, um lokale Kreisläufe, Nahversorgung und lokale Wertschöpfung in Südtirol zu stärken? Auf der einen Seite müssen wir natürlich schauen, dass unsere Dörfer und Orte außerhalb der Städte, dass die eben lebenswert bleiben und eine gute wirtschaftliche Basis, kulturelle stark bleiben. Und da habe ich in den letzten Jahrzehnten eigentlich schon in Südtirol, glaube ich, gut gearbeitet, weil die Abwanderung ist ja bei uns zum Glück aus dem ländlichen Raum momentan nicht gegeben. Was jetzt diese lokalen Netzwerke betrifft, da geht es ja schon voraus. Also mit der Moneycard zum Beispiel halte ich für eine sehr gute Initiative, weil da damit eben auch der Wirtschaftskreislauf intern im Land angeregt wird, dass man eben bei den eigenen Unternehmen auch einkauft. Oder mir fällt zum Beispiel auch das Mountex-Netzwerk auf, das ist jetzt nicht nur Handel, sondern auch andere Unternehmer, wo man eben mit einem ähnlichen Gedanken auch herangeht und versucht eben die Südtiroler Unternehmen so zu vernetzen, dass das Geld im Land bleibt und dass man bei den einheimischen Betrieben einkauft. Das, glaube ich, sind gute Initiativen. Wir haben jetzt noch ein bisschen mehr als 6 Minuten. Viele Konsumausgaben sind in Richtung Onlinehandel, vor allem hin zu den Online-Giganten abgewandert. Diese zahlen aber kaum Steuern. Was könnte hier die Lösung sein? Ja, wir in Südtirol werden jetzt nicht die Online-Giganten im Land besteuern können. Ich würde aber auch anregen, dass man den Online-Handel auch als Chance sieht, weil auch für viele einheimische Betriebe, wir sind kleinere Unternehmen meist, aber ist der Online-Handel sicher auch eine Möglichkeit, um auf sich aufmerksam zu machen und auch eine Visitenkarte nach außen. Also ich glaube, der Online-Handel ist natürlich auf der einen Seite die Konkurrenz, die internationale, auf der anderen Seite aber für alle eine Möglichkeit, noch mehr zu wirtschaften und Umsätze und Erfolge zu erzielen. Unsere lebendigen und attraktiven Orte, Dörfer und Städte mit dem Dreiklang Handel, Gastronomie und Dienstleistung gehören zum Erlebnis Südtirol genauso dazu wie die wunderschöne Landschaft und die qualitativ hochwertigen Produkte. Was muss getan werden, damit unsere Orte lebenswert bleiben? Ja, da haben wir ja eigentlich in Südtirol schon mit der Wirtschaftspolitik in den 70er Jahren den richtigen Grundstein gelegt, dass eben Unternehmen dezentral angesiedelt wurden, auch in den Tälern. Und das ist eigentlich der richtige Ansatz, dass man eben nicht nur, wie es vorher war, vor allem in Bozen und in den Zentren, sondern dezentral Arbeitsplätze geschaffen hat und auch weiterhin schaffen sollte, auch was die Raumwohnung betrifft, soll man das auch heute zulassen, damit eben dieser Mix, den wir in Südtirol haben und der zum Erfolg unseres Landes beiträgt, aus den Wirtschaftssektoren, dass der weiterhin sich entwickeln kann. Stichwort auch Mobilität. Was sagen Sie zu dem Vorschlag, der in Bozen letzthin lanciert wurde, dass man die Stadt Bozen für Verkehr sperrt oder teilweise sperrt? Ja, das halte ich für einen absolut schlechten Vorschlag. Also ich will jetzt nicht in die Details der Verkehrspolitik, glaube ich, sprechen, aber grundsätzlich müssen auch die Innenstädte weiterhin erreichbar sein. Gerade Bozen ist ja als Handelsstadt geboren, kann sicher nicht die Lösung sein, dass man da die Leute aussperrt. Also die Handelspolitik war ja so, dass man versucht hat, auch die Innenstädte und die Zentren lebendig zu halten, und dieser Weg muss weitergegangen werden und darf nicht durch eine Verkehrspolitik, die alles abwirkt, behindert werden. Okay. Stichwort Arbeitskräftemangel und akuter Personalmangel auch in Südtirol. Mit welchen Bündeln an Maßnahmen und Instrumenten wollen Sie ansetzen, um diese Situation zu mindern? Wir spüren natürlich alle, oder alle Sektoren spüren jetzt den Mangel, der einfach durch die Demografie auch bedingt ist, dass jetzt einfach die geburtenschwachen Jahrgänge Arbeitsmarkt drängen. Man muss halt schauen, dass jeder Bereich eben als Arbeitgeber auch attraktiv bleibt
Heute ist ein Buhlen um die Mitarbeiter. Und da ist sicher natürlich in Südtirol auch das Problem, dass die Kollektivverträge, so wie sie auf staatlicher Ebene sind, für Südtirol nicht passen. Also viele sagen, ja, wir haben Einkommen wie Italien, aber Ausgaben wie in der Schweiz. Also da etwa ein Südtirol-Kollektivvertrag, mit dem nicht nur auf einzelner Betriebsebene, sondern landesweit ein Südtirol-Kollektivvertrag verbindlich höhere Löhne festlegen könnte, wäre ein Punkt, den man da andenken könnte. Was anderes ist natürlich der Wohnungsmarkt. Gerade was Leute betrifft, die von außen kommen und vielleicht nicht hier ewig bleiben sollen. Wir haben seit vielen, vielen Jahren einen unterentwickelten Mietenmarkt, einen freien Mietenmarkt. In dem Bereich sollte dringend auch etwas getan werden, damit die Leute auch eine Unterkunft finden und das zu einem bezahlbaren Preis. Sogar das Wohnen ist für Leute, die nicht schon versorgt sind, eines der größten Probleme, was wir derzeit in Südtirol auch beobachten. Darf ich eine Zwischenfrage stellen? Also wenn Sie sagen Südtirol-Kollektivvertrag, im Normalfall sind ja die Sozialpartner, Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände dafür zuständig, die Kollektivverträge auszuverhandeln. Würden Sie hier aber eine politische Lösung suchen oder vorschlagen? Also es kann nicht der Staat oder der Landtag sein, der in die Wirtschaft eingreift und da bestimmte Mindestpreise vorschreibt. Also wir Freiheitlichen haben da natürlich einen liberalen marktwirtschaftlichen Ansatz, aber es sollte trotzdem auf Landesebene, es sollten Kollektivverträge in den diversen Branchen die Realität abbilden. Es ist ja so, dass auch heute schon viele Arbeitnehmer mehr bezahlt bekommen, als sie in anderen Gebieten von Italien bekommen. Auch deswegen, weil wir sonst überhaupt niemanden wahrscheinlich finden würden, weil eben die Lebenshaltungskosten da sind. Aber ein Landeskollektivvertrag, der das festschreibt für alle und nicht nur für Einzelarbeitsverträge, hätte aus meiner Sicht schon einen Sinn, weil man da eben diese Gehaltsebene festschreibt. Wir haben noch 40 Sekunden, die letzte Frage. Noch eine Frage, also Südtirol hat dank Autonomie viel erreichen können. In welchen wirtschaftsnahen Bereichen soll unsere Autonomie ausgebaut werden, um vor allem die Unternehmen zu unterstützen? Ich denke vor allem an die öffentliche Auftragsvergabe. Da haben wir in den letzten Jahren schon einiges gemacht. Da gilt meiner Meinung nach vor allem auch an die Umsetzung denken. Also die gesetzlichen Rahmenbedingungen haben wir schon, aber es geht darum, dass die Ausschreibungen auch wirklich so gemacht werden, dass sie möglichst im Lande bleiben, damit eben unser aller Steuergeld möglichst in den Dörfern und im Land bleibt. Ja, wir Dankeschön. Haben unsere 8 Minuten pünktlich erreicht. Vielen Dank, Herr Mayknecht, für das angenehme Gespräch und danke, dass Sie zu Gast bei uns im HDS waren.